So, hallo alle zusammen. Heute gibt es das nächste Lego Ninjago Retro Review zu dem Set mit der Nummer 70730 Kettenrad-Hinterhalt. Das Set ist aus dem Jahr 2015. Die unverbindliche Preisempfehlung lag damals bei 29,99 und dafür bekommt man genau 298 Teile. Darunter sind dann drei Minifiguren, zwei Screamer sind noch mit dabei, ein Geisterwirbel, den sieht man hier hinten mit der Aero-Klinge und natürlich noch das Kettenrad an sich. Das schauen wir uns aber erst nachher an. Als erstes werfen wir auch heute wieder einen kurzen Blick auf die Minifiguren. Aber bevor wir das machen, gehen heute noch wunderschöne Geburtstagsgrüße raus und zwar an Marvin McSuchti. Dir heute alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag. Und zudem grüße ich auch noch Dunkle Klaue und Janni Mittag. Ihr hattet ja gestern Geburtstag, euch nochmal alles Gute nachträglich zu eurem Geburtstag. Und zudem grüße ich auch noch die Stefanie Siegert. Also an euch alle ganz, ganz liebe Grüße von mir und jetzt viel Spaß bei dem Video. Und wir starten bei den Minifiguren hier mal bei Zane. Er ist ausgerüstet mit einem Doppelklingen-Eisspeer. Der wurde aus ein paar Teilen zusammengesteckt mit einem transparenten Stab hier in der Mitte. Und auch die Klingen hier an den Seiten, die sind dann so hellblau transparent gehalten. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Und zudem hat er hier hinten auf dem Rücken noch einen goldenen Clip. Da kann man nachher noch seinen Gleiter dran befestigen. Wie das Ganze dann aussieht, das zeige ich euch dann später noch. Dieser Clip ist dann an diesem grauen Teil hier befestigt, das einfach zwischen Kopf und Torso steckt. Das werde ich aber mal abnehmen, genauso wie seine Maske. Dann können wir uns die Bedrohung der Figur noch mal ein bisschen genauer anschauen. Weil Zane trägt hier nicht seine Tiefengesteinrüstung, die die Ninja ja normalerweise in Staffel 5 dann getragen haben, um sich vor den Geistern eben zu schützen. Er trägt nämlich hier seinen Air-Jitsu-Anzug, also die Darstellung eben, wie er das erste Mal Spin-Jitsu ausführt. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Der Hauptteil dieses Anzuges ist halt auch schwarz in der Mitte. Die Arme sind dann weiß, passend zu Zane und in der Mitte hat man einmal dieses Zeichen, das auch so ein bisschen leuchtet und davon gehen dann so Energielinien über den Oberkörper ab und auch hier unten an den Beinen. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Auch seine Gesichtsbedruckung gefällt mir ganz gut. Er hat halt einen weißen Kopf und hier vorne das Gesicht, das ist dann so in Titan gehalten mit blauen Details, wie zum Beispiel den Augen, aber auch die Augenbrauen. Und wenn wir uns das Ganze nochmal kurz von hinten anschauen, ich habe ja den Clip jetzt mal hier entfernt, dann sieht man hier nochmal die Rückenbedruckung mit dem Zeichen von Zane und auch hier sind halt so Energiekristalle oder so Eiskristalle, die dann vom Rücken her weggehen und sich über dem Rücken halt verteilen. Also auf jeden Fall eine coole Figur hier, der Zane in seinem Air-Jitsu-Outfit. Und dann haben wir hier die nächsten beiden Minifiguren in dem Set. Das ist links einmal der Race und rechts der Pyrus. Race ist ja der Besitzer oder der Fahrer von dem Kettenrad, von dem Geistermotorrad und er ist hier einmal ausgerüstet mit seinem Kettenstab und der hat ja die Fähigkeit, jeden, den er erwischt, mit dieser Kette in einen Geist zu verwandeln. Die Klinge hier vorne von der Kette, die gefällt mir auch richtig gut. Das ist ein tolles Design. Außen so ein bisschen hellgrün transparent und innen dann so dunkelgrün. Das finde ich, sieht ganz cool aus. Und rechts haben wir noch Pyrus. Er ist hier dann ausgerüstet mit einem Katana in grün. Und hier sehen wir beide Figuren jetzt mal ohne ihre Ausrüstung. Race links, der hat einmal eine Ninja-Maske, nenne ich es mal, oben auf dem Kopf in dunkelblau mit einem lila Bandana. Und Pyrus auf der anderen Seite, der hat ein blaues Tuch vorm Mund und ein lila Hut auf dem Kopf. Von hinten sieht das Ganze dann so aus. Also hier sieht man halt auch nochmal die Maske von Race mit dem lila Bandana hier hinten, wie es zusammengebunden ist. Und wir erkennen auch schon, beide Figuren haben unterschiedliche Bedruckungen auf Torso und den Beinen bekommen. Beide haben zwar diese gelb transparenten Beine, aber die Bedruckung da drauf, die unterscheidet sich dann ein bisschen. Bei Pyrus, da ist es so ein bisschen in lila gehalten und bei Race dann eher so schwarz oder ein bisschen dunkel. Auch die Torso-Bedruckung finde ich bei beiden richtig gelungen, gerade bei Race. Er wird ja Kettenmeister Race genannt und deswegen sind hier auch so ein paar Ketten auf seinem Oberkörper angedeutet. Und auch die Gesichtsbedruckungen der beiden Figuren finde ich klasse. Bei Race eher so in Bandagen eingehüllt in schwarz und Pyrus, der hat halt auch wieder einen transparenten Kopf in gelb mit einer schönen Bedruckung hier vorne drauf. Und wenn wir uns die Figuren dann nochmal kurz von hinten anschauen, dann sieht man hier nochmal die Rückenbedruckung und eben nochmal die Bedruckung hinten auf dem Hinterkopf, beziehungsweise nur Race hat hier eine Bedruckung bekommen. Da sieht man ebenfalls nochmal die Bandagen in schwarz und zudem sieht man hier halt nochmal die Rückenbedruckung. Bei Race ja wie gesagt die Ketten, die hier über seinen Oberkörper laufen und bei Pyrus, da sieht man so ein paar blaue Bandagen oder Gürtel, die hier dann über den Rücken laufen.
Gut, weiter geht's dann hier mal mit den beiden Screamers. Die sind vom Molding her komplett gleich. Die unterscheiden sich bloß bei der Gesichtsbedruckung und noch bei ihrer Ausrüstung. Der linke, der hat hier einen Schraubenschlüssel in der Hand. Und der rechte, der hat einmal ein Eis in der Hand. Und in der anderen hat er noch eine Klinge. Ich zeige euch diese Figuren dann auch mal kurz von allen Seiten. Die haben jetzt nämlich noch eine Besonderheit. Die kann man, wenn man möchte, einer Minifigur noch auf den Kopf draufsetzen. Und wie das ausschaut, das zeige ich euch mal kurz. So, ich habe hier mal kurz den Sane genommen ohne seine Maske und da kann man jetzt den Screamer oben drauf setzen. Und das Ganze sieht dann mal so aus. So, weiter geht's dann hier mit Sanes Gleiter. Das ist ja so eine Art Jetpack, den sich Sane dann nachher auf den Rücken schneiden kann. Wie das ausschaut, das zeige ich euch nachher dann noch. Die Flügel hier an den Seiten, die sind einmal mit Katanas und hier vorne noch mit so Klingen gestaltet. Und die kann man auch noch ein bisschen verstellen. Jetzt sind sie gerade komplett eingeklappt. Die kann man dann aber noch nach hinten klappen, dann sieht das Ganze so aus. Und hier in der Mitte sind ja noch zwei Studs, da kann sich Sane, wenn er möchte, dann auch noch draufstellen. Also so wie bei einer Art Surfbrett, nur für die Luft dann. Ist auf jeden Fall ganz cool. Und hier vorne dieser Clip, der ist dann dafür da, um den Jetpack dann hinten an seinem Rücken zu befestigen. Hier hinten ist dann übrigens auch noch der Auspuff mit seiner blau-transparenten Flamme. Und so sieht es dann mal aus, wenn der Gleiter an Sanes Rücken befestigt ist. Wie gesagt, die Flügel an den Seiten, die kann man ja so verstellen, wie es einem am besten gefällt. Ja, und so sieht das Ganze dann noch aus, wenn Sane auf dem Gleiter draufsteht. Als nächstes hätten wir hier dann mal den Geisterwirbel. Ich finde, der ist auch ganz schön gemacht worden mit diesen grünen Teilen hier an den Seiten, die so ein bisschen den Rauch dann andeuten sollen. Und in der Mitte, da ist dann eben die Aero-Klinge. Die ist dann in den Farben von Sane gehalten, in weiß mit hellblau. Und die kann man dann natürlich dem Sane auch noch in die Hand geben. Gut, und damit kommen wir jetzt zu dem Kettenrad, also zu dem Bike oder zu dem Trike von Race. Dieses Fahrzeug sieht optisch schon mal sehr, sehr cool aus und zudem hat es auch noch eine tolle Größe. Es ist nämlich ca. 27 cm lang, dazu noch ungefähr 14 cm breit und 10 cm hoch. Und das Modell, das schauen wir uns jetzt auch mal ein bisschen genauer an. Das Fahrzeug ist ja dann wie gesagt ein Trike mit einem kleinen Rad vorne und zwei größeren Rädern hinten. Die Räder, die sind dann komplett aus Plastik, also hier hat man keine Gummiräder, aber trotz alledem rollt dieses Fahrzeug richtig gut. Selbst hier auf meinem Holztisch, da habe ich ab und zu mal Probleme, wenn die Räder halt komplett aus Plastik sind und nicht aus Gummi, aber hier funktioniert das wirklich richtig gut. Optisch finde ich das Bike richtig gelungen. Wir haben ja viele von diesen transparenten Teilen, die hier verbaut worden sind. Zum Beispiel die Klingen hier vorne auf beiden Seiten. Zudem hat man hier vorne noch so schwarze Stacheln. Und auch hier vorne, das gefällt mir eigentlich ganz gut, diese Ketten, die hier so über Kreuz laufen, passt halt auch ganz gut, weil das Fahrzeug ist ja das von Race und er ist ja der Kettenmeister. Deswegen wurden hier auch noch die Ketten verbaut. Das gefällt mir richtig gut. An dem Fahrzeug wurde zudem noch eine Art Gesicht angebracht. Wir sehen hier nämlich die roten Augen. Zudem wurden an dem Fahrzeug auch noch zwei Aufkleber verklebt. Hier vorne sieht man einmal, es könnte vielleicht so eine Art Scheinwerfer sein hier vorne. Zudem sieht man hier dann auch noch so ein paar Klingen. Also optisch sieht das wirklich alles sehr, sehr gut aus. Auch hier bei der Seitenansicht sieht man halt viele grüne Details, wie zum Beispiel hier diese Klingen. Das könnten vielleicht so Flammen sein, die aus dem Auspuff rauskommt. Die kann man auch noch ein bisschen verstellen nach oben und unten. Ich mache die mal kurz nach unten. Dann kann man hier nämlich noch einen genaueren Blick auf den angedeuteten Motor werfen. Auch der ist eigentlich ganz schön gemacht worden mit diesen transparenten Teilen hier in der Mitte. Zudem ist hier hinten noch so eine Art Lüftungsgitter angebracht worden. Und hier sieht man dann auch noch ein Geistergesicht. Das ist in diesem Fall sogar ein bedrucktes Teil und kein Aufkleber. Das hat man dann natürlich auch wieder auf beiden Seiten. An
An den Hinterrädern wurden zudem noch schwarze Stacheln verbaut. Das sieht man hier noch nicht ganz so gut, aber wenn wir uns das Ganze nochmal von hinten anschauen, dann sieht man, dass die Stacheln hier an der Seite so ein bisschen herausstehen. Von oben sieht das Bike dann mal so aus, also auch hier ist es wirklich sehr, sehr gelungen. Wir haben hier so große blau-grüne Flammen, die man auch noch ein bisschen verstellen kann. Die kann man nach oben und unten bringen, also je nachdem, wie es einem am besten gefällt. Ich finde, so halb hoch sieht es eigentlich ganz gut aus. Zudem ist hier noch ein weiterer Aufkleber verklebt, also insgesamt sind es 3 Aufkleber an dem Set. Den sieht man hier dann in der Mitte, das könnte vielleicht so eine Art Tankstutzen sein oder sowas. An den Seiten hat man hier auch noch ein paar Luftauslässe. Und hier in der Mitte, da hat man jetzt so eine braune Kiste. Und da sind jetzt so Bolas drin, so Kettenbolas. Ich hole da mal kurz eine raus. Die sehen dann mal so aus. Also in der Mitte hat man so eine schwarze Kette und rechts und links haben wir so grüne Kugeln. Und die kann man jetzt von dem Fahrzeug abfeuern. Dafür hat man nämlich hier hinten dieses Katapult. Da kommt die Bola dann einmal rein. Die legt man hier einfach so in das Katapult rein. Das sieht dann so aus. Und jetzt kann man das dann abfeuern. Und das geht ganz einfach. Dafür muss man dieses Teil einfach nach hinten ziehen. Und das funktionierte richtig gut, also da ist richtig Zug drauf auf dem Katapult. Von diesen Bolas hat man übrigens 2 Stück in dieser braunen Kiste eben. Und hier vorne, da hat man dann noch den Lenker, um das Fahrzeug dann zu steuern. Hier ist dann auch der letzte Aufkleber angebracht worden. Hier auch mit so ein paar grünen Flammen und noch dem Tacho. Und so sieht es dann mal aus, wenn Race hier noch das Fahrzeug fährt. Eine letzte Funktion haben wir hier dann noch neben dem Cockpit. Hier sind nämlich Start-Shooter verbaut worden mit grüner Munition. Also das ist wirklich ein cooles Set mit einem tollen Fahrzeug, das optisch super aussieht und zudem noch tolle Funktionen bietet. Ihr könnt mir natürlich sehr gerne mal eure Meinung zu dem Set unten in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt natürlich auch noch kostenlos machen. Und dann hören wir uns vielleicht im nächsten Video wieder. Und ciao.